Du gehst ins Bett. Schlaf. Geht in Bett. Geht im Bett. So, Schachfähigkeiten, Logikfähigkeiten sind hoch genug. Du gehst jetzt nutzen. Du gehst dann noch Waffeln essen. Und dann gehst du schlafen. Und sie kann ruhig noch weiter angeln. Pfützen wegwischen, hier, da hast du das. Irgendwas macht hier merkwürdige Geräusche. Na egal. Jo, Opi ist gleich müde. Aber er macht jetzt noch Essen. Jemanden kennenlernen. Ja, jemanden kennenlernen. Ist genau für Opi. So. Hopp, 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 hopp. So, du kannst aufhören mit Angeln. Sie kann noch Waffeln essen. Dann geht sie eine böse Dusche machen. Einen bösen Traumschlaf. So. Interessiert mich voll. Geh Müll wegbringen, wollte ich gerade sagen. Muss ich jetzt noch duschen? So, sie ist gleich wach. Und dann geht sie gleich Frühstück servieren. Pfannkuchen. Fahrgemeinschaft in einer Stunde. Opa ist schon wach, dann kann er ja duschen gehen. Warte, nee, vorher ruft er einen Handwerker. Und dann geht er duschen. Ding, nang. Nein, nichts essen gehen. Kann ja trainieren. Kann sie nicht. Tschüss, tschüss. Sie macht erstmal Essen. Hm, was kann sie denn machen? Er macht Hausaufgaben. Sie macht ein Erfrischungsgetränk, okay. Er schläft noch, hat Hunger. So. Für sie beginnt die Arbeit in einer Stunde. Tja. Du kannst ja immerhin noch bis dahin Nickerchen machen. Abbrechen. Er fährt jetzt dahin. Er ist auch auf dem Weg. So, sie macht Essen. Sie will an die Konsole gehen, kann sie auch machen. Sie sitzt... Sie sitzt und liegt in ihr. Tja. Lassen wir es mal zählen. Naja, sie hat Hunger. Haushalt zum Essen rufen. So, ich hoffe, sie hat genug geschlafen. Aber das wäre jetzt ärgerlich. Jetzt auf zur Arbeit. Mach das. Geschirr weg. Nein, brauchst du nicht. Mach dich schon. Du machst fortfahren. Wieso hast du dir keinen Teller genommen?
kannst ja die Toilette jetzt benutzen. Dann kannst du dein Gar gießen. Pflanzen gießen nochmal machen Sinn. Unkraut. Jäten und ernten. So. Ist auch hier irgendwo die Möglichkeit zu reden? Da. Pflanzen reden da. Anglerin auf Abwägen. Die Rohrleitungen des Rathauses sind seit Wochen verstopft und die Klempner der Stadt stehen vor einem Rätsel. Nun wurdest du zu Rate gezogen und gebeten, in den Grund mal nach dem Recht zu sehen und alle herauszufinden, was dort feststeckt. Wenn du rechtzeitig im Rathaus bist und die Situation im Griff bekommst, hast du auf die großzügigen Belohnung zu hoffen. Okay. Fisch in den Leitungen. Hallo. Teller nehmen. Hallo? Sitzt du etwa fest? Weil Omi in dir war? Na, die sitzt fest. Ich bin ein Zombie. Ich bin Zombie 3.6. Was kann ich für dich tun? Hallo? Weil sich Omi in sie gesetzt hat. Schön. Ich hoffe irgendwann. Irgendwie kommt sie da mit zurecht und kommt, geht auch von uns. Hallo, du sollst doch nur. Zimmern rufen. Dienstern rufen. So. Nee, klappt nicht. Sie sitzt da fest, weil Oma sich in sie gesetzt hat. Oder sie sich in Oma? Sucht es euch aus. Ey, mach deine Hausaufgaben noch. Tja, Pech gehabt. Hoffentlich ist sie danach weg. Oh, gut. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Dunkle unterstützt den Boss bei seinem Plan, die Weltherrschaft an sich zu reißen, doch plötzlich kam sich Dirk Daring von einem Kette befreien. Die Lasergeräte deaktivieren und den Plan verhalten. Jetzt ist der Boss wirklich böse. Kann Dunkel denn nicht mal irgendwas richtig machen? Tja, und sie sitzt fest. Ich hoffe, im nächsten Video ist Sophia nicht verbuggt. Das wäre ärgerlich. Tja. Hoffentlich funktioniert sie dann wieder. Naja, bis dann.